Herr Präsident, meine Damen und Herren! Wir debattieren heute den Haushaltsentwurf der Landesregierung für das Jahr 2021. Der Finanzminister hat ihn unter das Motto gestellt: beherzt investieren, besonnen haushalten. Ein wohlklingendes Motto, kann man meinen, insbesondere mit Blick auf die dramatische Situation, in der wir uns befinden, die dramatischen Auswirkungen der Pandemie auf den Landeshaushalt. Das Problem, sowohl das Zahlenwerk selbst als auch die Ausführungen des Ministers, wecken erhebliche Zweifel an beiden Teilen dieses Mottos. Es ist sehr mutig in der jetzigen Situation, wenn der Finanzminister sagt, die Schuldenbremse helfe, der Krise besonnen zu begegnen. Und noch mutiger finde ich es, wenn der Finanzminister sich hinstellt und verkündet, die Landesregierung würde mit diesem Haushalt den Vorgaben der Schuldenbremse zu entsprechen. Ich meine, was ist das auch für eine Prioritätensetzung? Wir sind in der größten Wirtschaftskrise der letzten Jahre und Jahrzehnte. Wir haben wachsende soziale Ungleichheit, Millionen Menschen bangen um ihre Existenz. Die Klimakrise, die unser aller Leben bedroht, ist nach wie vor da. Und das Wichtigste, eigentlich das wichtigste Anliegen, was den Finanzminister umtreibt, ist der verzweifelte Versuch der Bevölkerung zu erklären, warum man denn, obwohl man Milliarden Kredite aufnimmt, doch trotzdem die Schuldenbremse einhält. Vielleicht ist ja auch die Notwendigkeit, das so wortgewaltig zu erklären oder wie die Grünen, wie der Kollege Kaufmann es genannt hat, als Doppelstrategie zu titulieren, so groß, weil es eben eine deutliche Diskrepanz zwischen dem, was gesagt wird, und zwischen dem, wie die Wirklichkeit ist, da zu beobachten ist. Und natürlich kann man argumentieren formal, na ja, die Regeln der Schuldenbremse, die werden ja bei diesem Haushaltsentwurf eingehalten, es werden die entsprechenden Grenzen im Haushalt ausgewiesen, aber das Ganze, das hat doch einen Haken, nämlich völlig losgelöst von den formalen Vorgaben der Schuldenbremse haben Sie sich die Möglichkeit, Kredite in Höhe von 12 Milliarden Euro aufzunehmen, genehmigt, das sogenannte Corona-Sondervermögen. Und das findet sich ja dann doch an irgendeiner Stelle im Haushalt, denn in der Finanzplanung sieht man ja auch den ausgewiesenen Anstieg der Schulden des Landes Hessen von 42,4 auf 56,6 Milliarden. Und deswegen, meine Damen und Herren, wer wie der Finanzminister vor diesem Hintergrund allen Ernstes behauptet, die Schuldenbremse mit ihrem Instrumentarium hätte sich bewährt, der versucht doch den Menschen ein X für ein U zu verkaufen, und diese Pirouette, die dürften Ihnen nicht mal eingefleischte Parteigänger abnehmen. Ich finde, spätestens jetzt wäre es doch an der Zeit, dass diejenigen, die jahrelang gepredigt haben, Schulden machen sei des Teufels und es schade kommenden Generationen, einzugestehen, dass das nicht richtig war. Und es ist ja auch schön, wenn Sie heute feststellen, dass man in eine Krise nicht hineinsparen sollte, dass man Kredite brauche, um das Gemeinwesen am Laufen zu halten und um die Wirtschaft zu beleben. Aber dann geben Sie doch offensiv einfach mal zu, dass die Ideologie der schwäbischen Hausfrau in einem Hessen in der Krise nichts zu suchen hat, meine Damen und Herren. Und ich verstehe ja, dass es Ihnen schwerfällt und dass Sie sich ärgern, dass ausgerechnet Ihr fiskalpolitischer Hauptgegner, nämlich wir, die Linke, nicht etwa einem parlamentarischen Reflex einheimfallen und Sie nur kritisieren, um Sie zu kritisieren. Und ich weiß, dass es ja vor allem für die CDU so schwer ist, zu Hause in den Wahlkreisen zu erklären, warum Sie denn nun auf einmal von der Linken eine Zustimmung bekommen in einer Ihrer zentralen Kernthemen. Wir jedenfalls, wir bewerten das nach Sachlage. Wir haben vor der Krise gesagt, wir haben nichts dagegen, wenn der Staat in der Krise Kredite aufnimmt. Wir haben vor der Krise gesagt, wir haben nichts dagegen, wenn der Staat versucht, aktive Konjunkturpolitik zu machen. Und daran haben wir unsere Haltung nicht geändert.
Und Sie wissen ja auch, wir haben gegen viele einzelne Ausgaben aus dem Sondervermögen überhaupt nichts einzuwenden. Den allermeisten Maßnahmen haben wir sogar zugestimmt. Aber wenn wir die Schuldenbremse nicht hätten, dann könnten wir das alles auch machen ohne die eigenartige Konstruktion eines Sondervermögens. Und dann wären vielleicht auch die Stimmen derjenigen leiser, die die Klarheit und Einheitlichkeit des Haushalts gefährdet sehen. Tatsache ist, der Landeshaushalt weist nicht die Kreditmittel aus, die angesichts der vom Hessischen Landtag festgestellten Notlage notwendig sind, um die Krise zu bewältigen. Und besonnen haushalten können sie nur, weil sie eben auf das Sondervermögen zurückgreifen können. Für uns belegt dieser gesamte Sachlage des Landeshaushalts und des Sondervermögens zweifellos. Die Schuldenbremse ist gescheitert, und deshalb werden wir in den nächsten Tagen auch einen Gesetzentwurf zu ihrer Abschaffung einbringen, damit wir uns dauerhaft von dieser Ideologie eines abgemagerten Nachtwächterstaates, der öffentliches Handeln restriktieren will, auch endlich dauerhaft verabschieden. Das wäre eine zentrale Lehre aus der Krise, meine Damen und Herren. Das ist aber nur der eine Teil des zu kritisierenden Mottos des Finanzministers. Der andere lautet ja beherzt investieren. Auch hier könnte man sich ja eigentlich freuen, wenn die Landesregierung endlich den gigantischen Investitionsstau in Hessen auflösen würde, den sie ja selbst verursacht hat in den letzten 20 Jahren. Und inmitten der historisch schweren Wirtschaftskrise infolge der Corona-Pandemie wäre es ja auch richtig, endlich Schulen und Brücken zu sanieren, Krankenhäuser in öffentlicher Hand zurückzuführen und ihre Investitionen zu erhöhen, sie modernisieren und auszubauen, mehr Geld dafür aufzuwenden, dass der ÖPNV eine bezahlbare Alternative zum Auto wird und damit die Energiewende endlich vorangebracht werden kann. Eigentlich ist es genau jetzt der richtige Zeitpunkt, das Zögern und Zaudern bei den Investitionen der letzten Jahre zu beenden, dass diese Regierung in den letzten 20 Jahren zu verantworten hat. Eigentlich wäre es jetzt Zeit für einen Neustart aus der Krise, für ein soziales, für ein ökologisches und gerechtes Hessen. Klingt gut, oder? Ist aber leider auch schon alles. Denn wenn man sich die Zahlen ansieht, dann wird deutlich, die Investitionen, die das Land bis 2023 tätigen will, in der aktuellen Finanzplanung, sind lediglich 2,4% über dem, was in der alten Finanzplanung vorgesehen war. Und dabei ist noch überhaupt nicht berücksichtigt, dass Sie jedes Jahr, das haben wir hier in den vergangenen Jahren immer wieder diskutiert, überhaupt nicht die Investitionen in dem Umfang getätigt haben, wie sie denn einst geplant worden sind. Und es ist eben mit diesen Zahlen nicht davon auszugehen, dass die Schulen in Hessen bald in einem besseren Zustand sind, mit ausreichender Belüftung, mit modernen Lernmitteln, dass mit diesen Investitionssummen der Investitionsstau in den Krankenhäusern in Angriff genommen wird. Und es ist auch nicht davon auszugehen, dass Verkehrs- und Energiewende einen großen substanziellen Schritt vorankommen. Eine Steigerung der Investitionen lediglich um 2,4% als beherzt zu bezeichnen, ist angesichts der Dramatik der Krise und der Investitionsbedarfe überhaupt nicht sachgerecht. Denn ich habe es eingangs gesagt, wir reden ja nicht nur über die Corona-Krise, wir reden auch über Klimakatastrophe, wir reden über eine Krise, die manche als soziale Marktwirtschaft bezeichnen und dabei auch gewisse Vordenker zitieren. Wir glauben da eher mit anderen, etwas älteren Vordenkern, dass der Kapitalismus zyklenmäßig seine Krisen hervorbringt und dass es in diesen Krisen eben der Fall ist, dass die Kosten dieser Krise von denjenigen beglichen werden müssen, die es sich am wenigsten leisten können, die Menschen, die ihre Arbeitskraft haben, die sie zu Markte tragen müssen. Auf die wird häufig die Kosten der Krise abgewälzt. Und wir jedenfalls werden uns mit aller Kraft in dieser Krise dafür einsetzen, dass die Kosten der Krise nicht auf breite Teile der Bevölkerung abgewälzt werden, sondern dass die Kosten der Krise von denjenigen beglichen werden, die auch in der Krise noch reicher geworden sind. Und wie gesagt, Sie haben unsere Unterstützung dafür bekommen, die Schuldenbremse in der Krise auszusetzen, womit wir aber nicht so glücklich sind, dass Sie das nutzen, um vor allem Ihre schwarz-grünen Lieblingsprojekte zu finanzieren, weil wir glauben, das alleine reicht nicht, um Hessen gut durch und gut aus dieser Krise zu bringen. Es ist ja kein Zufall, dass das Sondervermögen genau bis zum Ende der Legislaturperiode Mittel zur Verfügung stellen kann. Damit will sich diese Landesregierung bis zur nächsten Wahl retten. Danach aber drohen schon
die danach aber droht, ist das, was der Finanzminister als Begrenzung des Ausgabenwachstums bezeichnet. Es drohen also Kürzungen im sozialen Bereich, bei den Kommunen, bei Investitionen und auch bei den Beschäftigten im Landesdienst. Gleichzeitig wird es aber natürlich weiter teure Projekte geben. PPP-Projekte, das Aufblähen des Inlandsgeheimdienstes, wenn es nach der CDU geht. Daran wird auch die Schuldenbremse nach 2023 nichts ändern. Da bin ich mir sicher. Aber die Kürzungen in anderen Bereichen, die werden kommen. Und auch wenn wir in dieser Woche noch darüber reden werden, blicken wir noch einmal auf die Kommunalfinanzen. Und es ist ja gut, dass die Landesregierung sich mit den Spitzenverbänden geeinigt hat, wie die Ausfälle bei den Gewerbesteuern kompensiert werden sollen und wie der KFA sich weiterentwickeln soll. Aber man kann ja sagen, es ist vielleicht auch nicht ganz verkehrt für die Kommunen gewesen, dass wir in wenigen Wochen und Monaten vor einer Kommunalwahl stehen und dass das möglicherweise hilfreich gewesen sein könnte, um zu einer Einigung in diesem Bereich zu kommen, weil einige von uns noch in guter Erinnerung haben, wie die Landesregierung in der Vergangenheit mit den Kommunen umgegangen ist. In der Krise waren es immer die kommunalen Haushalte, die als Sparbuch des hessischen Finanzministers herhalten müssen. Und ich bin mir sicher, am Ende, da kommt dann noch ein dickes Ende, nämlich eine Landesregierung, die dann wieder zu ihren beliebten Instrumentarien zurückgreift, nämlich Knebelverträge zu machen, Kürzungsvorgaben und die Haushaltsdisziplin einzumahnen, während sie selber in der Krise bereit ist, das für sich nicht so genauer in Anspruch zu nehmen. Wir jedenfalls sind gespannt, was die Kommunen dann in den Anhörungen zum Haushalt sagen und wie sie dann darauf in den nächsten Jahren gucken, wenn sie sich daran erinnern, wie die Landesregierung in diesen Wochen bereit war, finanziell zu unterstützen. Ich befürchte, die Diskussion um Haushaltsdisziplin, um Konsolidierung und von vermeintlicher Generationengerechtigkeit, die führen Sie hier jetzt nicht. Aber Sie haben sie uns in den letzten Jahren wie ein Mantra vorgetragen, und ich befürchte da auf eine baldige Rückkehr. Die Linke hat schon vor einiger Zeit den Plan für einen Neustart aus der Krise vorgelegt. Wir haben deutlich gemacht, wie mit einem Sondervermögen ein echter Neustart aus der Krise möglich ist in eine solidarischere und ökologische und gerechtere Zukunft, und dass eben das, was Sie vorsehen, dafür bei weitem nicht ausreicht. Daran werden wir uns bei den Beratungen zum Landeshaushalt orientieren. Zu einem schlichten Zurück wie vor der Krise wollen wir nicht. Wir bringen Vorschläge ein, wie es gerechter, sozialer und ökologischer sein kann. Und diese sind auch finanzierbar. Auch wenn der Finanzminister jetzt den Raum verlassen hat, möchte ich ihm dann doch in einem Punkt ausdrücklich zustimmen. Ich möchte mich bei der Verwaltung, bei der Finanzverwaltung für ihre Arbeit bedanken unter den riesigen und schweren Bedingungen, aber nicht nur bei der Finanzverwaltung, sondern überhaupt der herausragende Einsatz der Beschäftigten im öffentlichen Dienst, um diese Krise zu bewältigen, ob das die Beschäftigten im Krankenhaus oder in der Altenpflege, die Kolleginnen und Kollegen im Gesundheitsamt, die Lehrerinnen und Lehrer, die Erzieherinnen und Erzieher, sie alle haben unseren Dank verdient. Aber Sie werden es erwarten, natürlich sind wir der festen Überzeugung, warme Worte allein, das ist nicht genug. Der beste Dank, das wären Entlastung, Aufwertung und Anerkennung, auch finanzielle Anerkennung. Und hier ist beim Land Hessen als Arbeitgeber noch viel Luft nach oben. Auch das werden wir in den Haushaltsdebatten thematisieren. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.